Ja, ist denn schon Weihnachten? Natürlich nicht. Wir haben Ende September. Willkommen in der Bastelgarage. Heute wollen wir aus Paletten etwas vielleicht für das Weihnachtsfest, das Oktoberfest, was auch immer. Man kann es sich schön für die Türe stellen bauen. Und ich zeige hier mal ein Bild, wie es fertig aussieht. Und würde sagen, wir legen jetzt los. Hier eine handelsübliche Palette, vielleicht nicht ganz handelsüblich. Dieses Mittelteil ist normalerweise mit einem breiten Spalt versehen. Ich weiß nicht, was damit los ist, aber ich habe sie von der Nachbarin geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal an Gabi. Aufgezeichnet habe ich dann hier verschiedene Häuser mit Bleistift aufgemalt und auf dem Kopf stehend. Das heißt, das ist das Unterteil. Das hier ist das Oberteil, was auf dem Kopf steht. Ich zeige aber jetzt mal ein paar Bilder, was ich so aufgemalt habe, und dann legen wir mal einfach los. Nachdem alles aufgezeichnet worden ist, schneiden wir jetzt die einzelnen Teile aus. So sehen unsere Ergebnisse aus. Wir schneiden mal fleißig weiter. Die Fenster werden später noch mit dem Bohrer angebohrt und dann mit der Stichsäge auch ausgesägt. Weihnachtsfeeling! Nach dem Rumdrehen der Palette schneiden wir an dieser Seite, wo die kleineren Hölzer sind, in 15 cm Höhe die hinteren drei Bretter durch. So sieht jetzt die vordere Seite aus. Es müssen noch hier Sachen abgeschnitten werden und die Fenster rausgemacht werden. Aber das machen wir jetzt. Jingle Bells, Jingle Bells, und jetzt bohren wir hier Löcher rein. In jede Ecke ein Loch oder in zwei Ecken am diagonal gegenüberliegenden Ecken und dann einfach mit der Stichsäge aussägen. Das ist jetzt das erste Ergebnis für das untere Teil mit ausgesägten Fenstern. Einfach anbohren, mit der Stichsäge ausschneiden, fertig. Wir schleifen das Ganze jetzt noch. So kann man das ein bisschen sehen. Und dann ist es schön glatt. Da, jetzt fehlen hier noch einige Löcher. Die bohren wir jetzt mit einem Forstner Bohrer. Ja, liebe Leute, so sieht's aus. Das ist jetzt das große Teil. Hier habe ich das kleine Teil. Das Ganze wollte ich jetzt noch ein bisschen streichen. Das kommt so davor, wird festgeschraubt und dann sind wir eigentlich fertig. Ich sage für heute tschö, wünsche euch noch alles Gute. Tschüss, eure Bastelgarage.